Ja, man sieht hier, der Junkie macht ein gutes Stellungsspiel und weiß, wann er wo hinterhergehen will und wann nicht. Das ist schon ganz schön. Sagt er. Nehme ich den Cage weiter vorne oder den weiter hinten? Double Cage und er kann sich nicht entscheiden. Lauft einfach ein bisschen hin und her und wo er stehen bleibt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau so mache ich's. Ja. Was soll ich sagen? Da kann ich dir jetzt keine richtig guten Tipps geben, ne? Er nimmt den vorderen. Nee, er nimmt der Mitte. Okay. Doch den vorderen, alles klar. Wenn der White da nicht gestanden wäre, hätte ich den noch erst wieder vorlegen können mit den Chaos Warriors. Ja, wenn. Aber, ne? Wenn der wenn nicht wäre, dann. Aber ich glaube, die Chaos gefallen mir. Die waren, glaube ich, eine ganz gute Wahl für die First Division. Ich sag das mal so, die haben halt echt Potenzial aufgebaut zu werden, ne? Du kannst ja mit Das den kannst du Mutationen echt. ziemlich einige, ziemlich viel machen, finde ich. Auf jeden Fall, also da geht einiges. So. Mal gucken, ob das hier geht. Das geht. Das finden wir ganz wunderprächtig und boink. Nicht unerwartet. Ja, eigentlich muss man ja nur quasi letzten Turn, also jetzt alle Turns, dein Cage davon abhalten, nach vorne zu rücken. Oder ihm maximal immer ein Feld zu gestatten. Das wäre dann so die Elfentaktik. Cage, ja, Cage ruhig, aber du darfst immer nur ein Feld gehen. Also hier, das wird natürlich so nicht stehen bleiben, da wird der Junkie, siehst du, da ist er schon dabei. Ja, yep. Den Cage natürlich verlagern. Und gleich K.O. Ist natürlich nicht ganz unhässlich. Oder da noch einen, mit dem er hier hinten noch dicht machen kann. Oder so. Das geht natürlich auch. Ja, das ist das Schöne bei den Chaos-Kriegern. Man vergleicht die häufig mit den also mit den Black Orcs und den Orcs, was nicht ganz falsch ist. Sie haben auch eine Stärke von 4, was sie halt zu guten Kloppern macht. Und sie haben aber halt im Gegensatz zu den Orcs halt ein Movement mehr und ein Agility mehr, was sie zu wirklich, wirklich guten Spielern macht. Okay, siehst du? Was hat er hier? Nichts Der vergessen, Junkie glaube ich. weiß schon, was er macht. Das ist schon. Man sieht das. Ist also nicht schlecht. So, wollen wir das mal so machen. Gut.
da ein bisschen. Oder noch irgendwo anders? Nee. Ich glaube, dann werden wir das hier mal tun. Sehr schön. Und nicht rausgeschmissen worden fürs Foul. Das ist natürlich super. Ja, diese Chaos Warrior gehen einem schon ein bisschen auf den Zeiger, wenn die da irgendwie alle so dastehen, wo man sie nicht haben will. Das ist ähnlich wie mit den Black Orks. Da ist man auch in jedem froh, der rausfliegt. So, bin ich mal gespannt, was du aus der Situation machst. Jo. Ich gebe zu, sie ist nicht besonders schön. Ah ja. Ah, möglicherweise versucht er da einen schnellen Vorstoß, wa? Obwohl, nee, Quatsch, nicht mit dem, der da aufgestanden ist. Ja. Ja, in deiner Haut möchte ich jetzt auch nicht unbedingt stecken, irgendwie. Weil die Entscheidung, die jetzt zu treffen ist, sind natürlich alle nicht so schön. Vor allen Dingen. Ja, okay, das ist natürlich. Das ist nicht mal gelungen. Okay. Ja, ich muss einen Haufen glückliches Zeug machen, damit der Ball rauskommt. Na ja, klar. Ja, es sind viele risky Dinge, die er tut, aber manchmal muss man halt auch. Ah, das war. Okay, very nice. Ja, natürlich. Und alles in der Zeit. Hi, hi, hi. Und alles in der Zeit, so sieht das aus. So, wollen wir mal gucken, was wir hier tun können, um dir das Leben schwer zu machen.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das finde ich gut. Er kommt nicht in einem Turn in die Touchdown-Zone. Das soll mir doch reichen, würde ich sagen. So. Und dann ist es dein Turn. Ja, seine oberste Priorität ist natürlich so schnell wie möglich jetzt einen Gegentouchdown zu kriegen, weil er da nicht besonders sicher steht überall. Und ich muss natürlich versuchen, dass er mir hier keinen einschenkt. Ich will das Spiel ja auch gewinnen. Okay. Wow, gehst aber Risiko. Nice. Ein Feld falsch geplant. Na ja, gut, kann ja passieren. Na doch noch mal. Oha. Sehr schön. Das hilft mir, weil es mir jetzt nicht mehr so schwer fällt, den Ball zu klauen, wie es das gerade eben noch getan hätte. Okay, jetzt lass ich mir überlegen, wie mache ich das denn am cleversten? Erstmal wollen wir nicht, dass die hier noch irgendwie Ärger machen. Dann wollen wir mit dem vielleicht. Ja, der Beastman hätte eigentlich an den Ghoul unten sollen. Wahrscheinlich gedacht. In welcher Beastman hätte an welchen Ghoul sollen? Genau an den, der jetzt läuft. Achso. Mal schauen, ob das hier klappt. Ja, wir wollen die Wurzeln. Und nein, wir fallen hin. Oh, das ist doch ätzend. So, jetzt kommt es ein bisschen auf sein Würfelglück an. Ja, allerdings. Na, aber so bleibt es ja auch spannend. Ja, die Doppel-1 ist natürlich. Das nervt natürlich. Aber könnte dir ja auch passieren. Ja, allerdings. Und ich habe da ein paar Würfel mehr, glaube ich, wo die 1 kommen kann. Hm.
So mir Ja, ist. das wäre besser gewesen. Und da hat er einen Touchdown. Grazie. Da ist Aufatmen angesagt, wa? Eins muss noch. Ja, naja. Runden haben wir denn noch? Ich hab gar nicht geschaut. Ich glaube, wir sind im 13. oder sowas im Dreh. Ey. Da kommen welche wieder, das ist natürlich blöd. Also für mich. Gut für dich, blöd für mich. Bleibt der bei dir liegen? Hoffe ich auch mal. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Du hast ja noch Bei genügend mir dort zum ist Stehen er gehabt, glaube ich. liegen geblieben, glaube ich. Ja, bei mir ist er liegen geblieben. Ja, ich habe noch Ja, einen gar nichts, doch draußen. Ich habe gelogen. genügend Spieler. Weil hier liegt doch gar keiner. Mann, Mann. Nicht? Ach, das ist einer von deinen. Stimmt. Achso, wir müssten noch irgendwo hier. Ne, haben wir nicht. Wo ist denn das verdammte Skelett? Da, Max Hound aus dem letzten Spiel. Yeah. Auf den müssen wir vielleicht mal kurz achten, weil das ist ja der Ponder, der ja gerade zuschaut, dem ich ja im letzten Spiel einen Tod gehauen habe. Also wo einer tot gegangen ist und ich mir den quasi nekromantiert habe. Den Freund. Und Stechgesellen.